Ja, willkommen zurück im Programm beim Kulturdonnerstag im Harry-Klein-Studio. Muss ja schon fast sagen, im Fernsehstudio Harry-Klein. Und mit mir sitzt jetzt der Andi vom Dreschweg-Kollektiv. Hallo Andi, grüß dich. Hallo. Servus. Hi. Schön, dass du da bist. Du bist ein Vertreter vom Dreschweg-Kollektiv. Ein Kollektiv, was ich ganz wichtig finde, dass ihr heute da seid und ein bisschen was von eurem Tun und Schaffen erzählt, weil ihr eben nicht nur ja, musikalisch unterwegs seid, ihr seid ja vor allem auch visuell unterwegs, also eigentlich ein Visual Mapping-Kollektiv. Und das finde ich ganz toll, sowas auch mal zu zeigen, weil ja auch. So kann man im Kollektiv arbeiten, muss nicht immer ein Haufen DJs sein, die sich zusammen was machen, sondern eben man kann auch ja, und jede Party auch visuell bereichern, und das macht ihr nämlich schon. Wie lange macht ihr das denn eigentlich schon? Genau genommen hat es so seinen Anfang genommen, 2012. Wir sind allerdings, sage ich mal, mit einer starken Audiokomponente, also auch DJing kommen wir alle auch ein bisschen aus der Ecke. Ja, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, kann ich schon so sagen. Ja. Also habt ihr sozusagen über die Musik seid ihr so zum Visuellen gekommen? So kann man es vielleicht. Ja, die allermeisten kennen die Geschichte ein Stück weit. Ich reiße es kurz an. Also wir Gerne, haben, ja. glaube ich, bis heute die menschenmäßig, glaube ich, größte illegale Party im Stadtgebiet München gemacht. Naja, es hat natürlich auch so die ein oder anderen negativen Aspekte nach sich gezogen. Aber dennoch war es halt so, dass wir bei dieser Geschichte unter einer Münchner Brücke an der Isar die Visuals mitgenommen hatten und die halt dem Soundsystem hinzugefügt haben und dann halt mit einem Projektor relativ groß Okay. auch Bild halt eben erzeugt, das wir auch selber angefertigt hatten extra, also wenn auch noch nicht komplett selber generiert, aber angefertigt dafür. Und Okay. dementsprechend dachte man, dass wir zu einer Rahmenveranstaltung, die drumherum eh lief in der Nacht, dazugehören und dann eben die Leute einfach da geblieben sind. Und dann hieß es in der Zeitung Witzig. oder später dann auch von der Polizei, wegen der stadionartigen Atmosphäre müssen wir leider nach Hause gehen. Wie geil ist das denn? Ja, Das ist das war ja, jetzt also, wenn der man Türöffner. sowas über sich liest, ist doch auch mal witzig, oder? Wegen der Ja, Stadionatmosphäre. das war in der Tat ein ganz nettes Kommentar. Aber wie gesagt, es gab natürlich auch ein paar Schattenzeiten, dessen Verantwortung wir aber trotzdem dann insofern für uns verstanden haben, da auch weiter dran zu arbeiten oder da noch tiefer reingehen zu wollen sogar. Genau. Und seid ihr dann auch, oder habt ihr dann euch dann irgendwie in diese Richtung auch professionalisiert? Also kommt ihr dann auch so aus diesem Visual-Bereich oder Visual Artist? Ich meine, Ja, da bin ich also in der Tat sehr stolz drauf. Also Patricia ist ja bei uns, aka Mad Poly, von der ersten Minute an, sage ich mal, mit verantwortlich gewesen für diese Bildinhalte oder Videoinhalte natürlich, und hat es wirklich dann aufgenommen und übt es heute als Hauptberuf auch aus. Und das ist Toll. natürlich genau der Punkt Ja. Professionalisierung, der unterwegs uns dann auch zusätzlich unseren TV, nennen wir ihn, einen Tobi Vogelhuber, der ist bei uns da auch ganz stark in der CGI tätig, und die beiden haben das natürlich wahnsinnig nach vorne gebracht. Nach Ja. vorne Das getrieben, ja. ist großes Glück gewesen, dass wir das so vom Team so hatten dann von der Konstellation. Toll, auch was für ein Kompliment auch an sich selbst als Kollektiv, Ja, dass aber es schon. jemand wirklich jetzt auch als Hauptberuf ausübt. Natürlich. Und ich kenne die Patricia auch und habe sie auch schon in diversen verschiedenen Konstellationen auch erlebt, also vom Musikvideodreh, sage ich mal, jetzt über Korrekt. ein großes Mapping. Darauf zu sprechen zu kommen, wo kann man euch denn überall erleben? Ihr habt ja eine wahnsinnige Bandbreite, also ich glaube, ihr habt im Rathaus auch mal gemappt und so, also das war ja so, oder Muss ich wie? jetzt nachdenken? Also Rathaus war ich jetzt nicht dabei, aber ich war in der TU, in der großen Aula, hatte ich mal eine Klassikgeschichte gemacht, beispielsweise. Wir haben natürlich unglaublich viele Festivals, wo wir gespielt hatten. Jetzt letztes Jahr ist es halt leider alles komplett weggebrochen, logischerweise. Klar. Obwohl wir dann, sage ich mal so, um die aktuelleren Geschichten, sage ich mal, anzuschauen, so ein bisschen auch auf völlig anderen Gefilden was gemacht. Also wir konnten zum ersten Mal in den Werbefilm ein bisschen mit reingehen. Also das ging dann eher in Sachen Lichtinstallation, alles natürlich so ein bisschen smart steuerbar und ziemlich abgecheckter LED-Stuff. Das war auch die letzten 2, 3 Jahre eigentlich das Hauptthema. Videomapping eher nicht so ganz stark, weil da ja auch immer so die Sache ist, dass du sehr individuelle Inhalte brauchst für Mappings. Also ne, 4 zu 3 oder 16 zu 9 ist ja überschaubar, aber für ein Objekt, das anzufertigen, ist halt dann doch komplex und meistens auch nicht wiederverwendbar, weil das so individuell ist. Okay. Genau, und insofern, also von verschiedenen Clubs, also in München haben wir
nicht ganz alle, aber die allermeisten in der elektronischen Ecke. Ich glaube auch, ja. Und kehren da auch glücklicherweise wieder. Also man vertraut uns nach wie vor. Ich bin auch froh, dass ich da sein darf. Deswegen nochmal, also merci für die Einladung. Auch im Namen vom ganzen Team natürlich. Wir sind sehr gern im Harry. Ja. Wir haben hier auch durchaus Möglichkeiten, auch kreativ einzubringen. Mhm. Also es ist nicht nur so eine Klientensache. Ja. Manchmal gibt es sehr individuelle Ideen, die man einfach umsetzt, wo einerseits der Vorteil ist, dass man nicht alles selbst erfinden muss. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich das Spiel mit dem Kreativen und die Selbstverwirklichung natürlich ein ganz großes Thema. Das macht natürlich, naja, würde nicht sagen mehr Spaß, aber da experimentiert man auch ein bisschen und entwickelt sich ein bisschen weiter. Und das ist Ich mir vorstellen, dass das oft eine Diskrepanz ist, in der man sich so ein bisschen auch bewegt. Ne? Das hat natürlich auch was mit Professionalisierung zu tun, auf einen Kundenwunsch einzugehen oder wirklich tatsächlich auch in einem, ob es jetzt Outdoor oder Indoor ist, sich auch mal künstlerisch tatsächlich frei auszuleben, weil da ja auch dieses Künstlerische eine ganz andere und viel größere Komponente spielt, wie jetzt, sage ich mal, auch was Wirtschaftliches oder dass man einfach nur, ja, wie gesagt, einen Klienten- oder Kundenwunsch irgendwie befriedigt sozusagen. Ja, oder absolut, Punkt. Absolut, genau. Absolut. Kann man so sagen, ganz genau. Nee, Punkt, absolut. Ist wirklich so. Du hast ja dann auch jetzt gesagt, dass ihr ja in diversen Münchner Clubs und auch auf Festivals auch schon unterwegs wart. Nur ganz kurz auch zur Begriffserklärung, also weil wir jetzt von Visuals, von Mapping, von, was haben wir jetzt noch alles gesagt, VJing war jetzt noch nicht dabei, aber das sind ja auch alles so Begrifflichkeiten, wo jetzt vielleicht nicht jeder damit was anfangen kann. Also Lichtinstallationen, LED-Geschichte, das kann sich wahrscheinlich noch jeder vorstellen. Ein Videomapping für einen Objekt. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn da jetzt wirklich so eine, ich nenne es jetzt mal, auf einem großen Trance-Festival ist da eine riesengroße Eule ausgeschnitten und die wird einfach gemappt. Was heißt es, dass die gemappt wird? Gut, wo fange ich da an? Also zum Ersten bräuchte man mal relativ genau Daten über das Objekt, wo dann letzten Endes das Licht drauf funktionieren soll. Also das heißt, die braucht genaue Maße, vielleicht Tiefe, Umgebungslicht zum Beispiel ist auch ein Thema immer. Standort der Projektoren, wenn man Bildinhalt da drauf projiziert, ist auch wichtig, weil man muss dann einfach gucken, wenn man die Maße und das Gesamtkonstrukt hat, baut man sich es meistens irgendwie in 3D nach. Also es ist nicht zwangsläufig immer so, aber man macht es meistens auf jeden Fall. Okay. Und dann wird quasi auf das 3D-Objekt hin also eine Animation erstellt oder erstmal ein Basismodell, Basiskörper und der wird dann dementsprechend manipuliert mit allen möglichen computeranimierten Tricks. Also ist bei uns zumindest so der Fokus oder die Hauptsache. Wir machen da eher weniger fotorealistisch und tricksen halt dann quasi am Computer mit dem Objekt. Und es wird auch live gemacht dann oder ist es, wird es vorproduziert? Ja, genau. Also die eigentlichen Effekte, die man dann quasi sieht, also es reißt auf und da kommt irgendwas rausgeflogen, vielleicht so im Bauchbereich, um jetzt mal ein bisschen martialisch vielleicht zu sein oder bildlich zu sprechen. Genauso auch, wenn die Augen, sage ich mal, vielleicht dann irgendwelche Muster spielen, aber dann wieder normal klimpern und dann sind wieder die normalen Augen dahinter. Das ist schon an sich vorproduziert, aber wir haben jetzt also verschiedene Techniken entwickelt, wo man die halt also sehr individuell in einer Mischung einsetzen kann. Also du hast so ähnlich, also viele kennen diese Fotonachbearbeitungsprogramme, da baut man halt quasi Bildebenen auf und das können wir mit Videos auch. Und so kann man halt dann natürlich schon reagieren und theoretisch, wenn es gut gemacht ist, also relativ random, alles ineinander auch fügen, sodass es immer eine Abwechslung gibt natürlich. Ja. Und naja, je nachdem, wie viel Zeit man für diese Vorproduktion hat, desto abwechslungsreicher wird das Ganze, spannender. Also ich sag mal, nachtfüllend ist schon eine Wahnsinnsarbeit, nahezu unmöglich und auch für die meisten auch finanziell einfach indiskutabel. Ja. Ja. Aber letzten Endes möglich ist es und das macht so das Salz in der Suppe, dass du so Multilayer-Verfahren und dann mit Filtern quasi eine Vorproduktion nochmal manipulieren kannst. Die aber die liegt halt dann immer perfekt drauf. Also das. Ja, genau. Ja, also ich finde es ja Wahnsinn. Ich meine, das macht ja auch was nochmal mit einer Veranstaltung und das unterstreicht ja auch das Musikalische. Deswegen ist es ja auch ineinander verflochten, dass der Visual Artist, sage ich jetzt mal, mit was es auch immer ist, ob es jetzt Lichtinstallation oder auch Mapping ist, Videomapping, wirklich verflochten ist mit dem Musikkünstler oder der Musikkünstlerin. Es muss zusammenpassen und das beides bringt ja dann auch nochmal ein Gesamterlebnis. Also wenn man ja dann auch Open Air, ich finde ja Open Air gibt es ja dann eigentlich nochmal was Monumentaleres auf so großen Bühnen, dass es dann zum Gesamterlebnis wird. Das ist ja auch das, was das ausmacht. Das heißt, ihr
kooperiert ja eigentlich im Grunde genommen dann auch immer, oder? Hoffentlich, also, ich hoffe es. Also, aber dieses im Prinzip beschreibst du eigentlich so ein bisschen den Grundgedanken, ja, warum wir das in der Richtung auch weiter verfolgen wollten. Mhm. Weil wir schon so in der Zeit, als das so war, naja, sag ich mal, nicht so viel finden konnten in der Ecke. Und wussten auch, dass es zumindest in Deutschland, gerade bei Videomappings, ist es eigentlich eine Sache, die als wahnsinnig teuer auch betrachtet wird. Mhm. Und deswegen da überhaupt nachzufragen oder dem hinterherzugehen, da Angebote einzuholen und uns auch zu finden, die wir das anbieten aus dem Nichts, ja, sind alles so Sachen gewesen, wo wir gesagt haben, ey, wäre natürlich toll, wenn wir das einfach weiter betreiben könnten. Ja, also es cool. gab in München natürlich eine ganz große Crew, die sind ja weltweit international bekannt, mhm, wo wir von einem, wie soll ich sagen, aus der damaligen Zeit, wo die so unterwegs waren, auch befreundete Leute haben, die jetzt nicht konkret für uns arbeiten, aber mit denen wir immer gerne im Austausch waren und dann auch dahingehend das weitergemacht haben. Aber ich will vielleicht kurz eine Sache sagen, das 3D-Objekt nachzubauen und darauf zu manipulieren, ist das eine. Ich finde zum Teil spannender, und das haben wir unterwegs rausgefunden, dass man 2D-Objekte hat und die wirken zu lassen, als wären sie 3D. Ah, okay. Das ist im Prinzip meine persönliche Liebe sozusagen. Yeah. Jetzt ist es nur leider so, und da muss ich auch mal klar Schiff machen. Also ich darf hier und da die Visuals auch machen und drumherum weiß ich, wie alles funktioniert. Aber die Inhalte erstellen, das ist also wirklich bei Tobi und Patricia, mhm, in erster Linie auf jeden Fall auch im Moment mehr als zu Hause. Schön. Ja, aber also das ist so ein bisschen meine Liebe, ne? Ja. Aber letzten Endes von der Arbeitsweise her ist es trotzdem nicht weniger aufwendig. Aber ja, ich finde einfach die Illusion, aha, irgendwie spannender. Ja, voll, absolut. Ich meine, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. In der Tat. Deswegen ja, liebe Grüße an Patricia und Tobi zu Hause. An der Stelle auf jeden Fall. Ja. Genau, an der Stelle, die für die tollen Inhalte beim Dreschwerk-Kollektiv auch zuständig sind. Wir sind schon am Ende von unserer Zeit angekommen. Ich meine, ich hätte jetzt wahrscheinlich noch liebend gerne mit dir über viele Inhalte, weil ich es super spannend finde. Und ich, wenn ich eben eine Kleinigkeit noch hinzufügen darf. Gerne, bitte, bitte. Dafür, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich muss natürlich auch unbedingt erwähnen, dass die anderen Jungs, sei es Thorsten, Dave, Thilo, wir haben dann Pascal und Ravi jetzt noch mit am Start und natürlich auch die Chrissy, die Partnerin vom Tobi jetzt, die uns, also sei es jetzt nur mal auf der videotechnischen Seite viel machen, auch die bauliche Komponente, weil irgendwer muss das für den Kunden anfertigen. Und wir haben also ohne Bau macht der Inhalt keinen Sinn, ja, ohne die richtigen Inhalte weißt du nicht zu bauen. Und also das muss man wirklich sagen, da sind auch die anderen Jungs und da ist auch mein Streckenpferd, also ich baue viel. Zuletzt sehr maßstabgetreu habe ich das wohl hingehauen. Tobi, du weißt Bescheid, ja, die Arkaden. Also einiges kann man im Internet ja auch anschauen. Also das ist eine Kombination, die finden wir vielleicht in der Form auch eher wenige Kollektive. Es gibt noch ein weiteres, mit dem wir auch sehr gern zusammenarbeiten. Und dementsprechend ist, glaube ich, da wichtig zu sagen, dass die ja auf jeden Fall dazugehören. Ja, ja, auf jeden Fall. Kollektive bestehen nicht nur aus einer Person. So ist es. Wir konnten jetzt natürlich aufgrund des Abstands, der Abstandswahrung immer nur einen Vertreter und eine Vertreterin einladen, aber das ist natürlich, sei gesagt, dass es sehr, sehr, sehr viele Personen, Männer, Frauen drumherum gibt, die mitarbeiten und mitwirken und ein, ja, den ganzen Laden natürlich am alles Laufen gut halten. Ihr könnt also quasi das Paket. Dass ich zu Hause Ärger kriege, wenn die mich dann irgendwie dann fragen, also sag mal, ihr seid zu dritt neuerdings. Ach so, das ich nee, kurz nee, das ist schon gut, dass du das klarstellst. Auf jeden Fall, ihr bietet also das Komplett-Paket an. Und wenn man ich euch schon, ja, besuchen will auf der Webseite, ist es? Ja, leider relativ wenig passiert in letzter Zeit. www.dreschwerk.de, okay, ganz klar. Wir hoffen, dass wir da deutlich aktuelleres Zeug reinkriegen, aber von 2020 werdet ihr leider nichts zu sehen bekommen, so leid es mir tut, weil da ist, oder vielleicht, ja, nur punktuell. Indoor-Geschichten bei uns im Atelier. Aber ist ja auch generell ein bisschen schwierig. Andi, ich sage vielen Dank für das Gespräch und euren kurzen, aber intensiven Einblick in euer Schaffen. Ich hoffe und wünsche euch natürlich alles Gute und hoffe, dass ihr bald wieder ganz aktiv sein könnt. Danke, danke. Das hoffen wir auch sehr. Wir haben viel Neues. Sehr schön. Das schon. Wir haben nicht geschlafen. Wir sind voll gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Richtig cool. Bei uns geht es weiter im Programm mit dem Fuchsbau-Kollektiv. Da wird mir jetzt gleich der Johannes gegenüber sitzen. Und auch das Fuchsbau-Kollektiv ist sehr, sehr eifrig, nicht nur in München aktiv, sondern auch anderswo. Aber dazu gleich mehr. Bitte dranbleiben. Nach einem kurzen Videoinhalt vom Fuchsbau-Kollektiv geht es bei uns weiter. Bis gleich.